Dann sagen wir doch mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin der Tovarok, mit dabei ist der Kuga, der Ruho und die Schlumpfine. Hallöchen. Das Chaos-Team. Ja. Ja gut, dann tue ich alles da rein. Oh, wie viel Niedrige muss ich denn da noch benutzen? Die Kisten im neuen Haus sind alle noch blockiert. Ach du Schande, ja. Okay, ich bring das Essen erstmal alles rüber. Ja. Super. Andy, was stimmt? Was sind wir? Was? Matova, hattest du dir das Sturmgewehr, hattest du dir ja gegeben, das Schützengewehr. Ja, das müsste bei der Kiste sein. Ich hab mich gerade eins gefunden, und zwar ja. Oh, das andere war ein Einser, stimmt. Was? Propaganda? Wir sind doch kein Chaos-Team. Wir gehen höchst geplant vor. Das sieht man doch. Und wie? Höchst. Oh, jetzt muss ich da tatsächlich nochmal erst nach Hause. Ach nee, ich habe ja mein Motorrad also, jetzt irgendwo stehen. Glaub's ja nicht. Das ist ja hier. Däumchen. Kaum ist Trump nicht mehr da, kommen die Fake News bei uns an, oder was? Ja, irgendeiner muss ich doch abfangen. Ja, ich glaub's auch. Hey, ja, das. Ja, okay. Zova hat das gesagt, aber hey, ist Zova. Ah, ich mag euch auch gerne. Ah, sorry, den hat mir Andi so schön vorgelegt. Ich kann das ab. Ich habe ein dickes Fell. Ja, ja. Du bist genauso fettes Schwein wie ich. Ja, Mahlzeit. Jetzt hol er aber aus. Ja, das Lustige ist, ihr beiden wisst ja gar nicht, wie dick wir sind. Klar, wenn ihr eure Webcams anhabt, wir wissen das. Ach, alle. Scheiße, richtig, tatsächlich. Ah, ich war ja mal so mal zu sehen. Bingo! Ja, also, verdammt! Es sind Ausreden. Ja, ja. Erwischt? Nee, ich habe das echt guten Gewissens gesagt. Ich habe da nicht dran gedacht, dass Zova mich geleakt hat. Okay. Es ist zwar schon eine Weile her, aber vergessen haben wir es nicht, ne? Ja, da ändert sich auch nicht so viel dran in der Zeit. Also ist jetzt nicht Jahre her. Das ist wohl wahr. Aber ich weiß nicht, ob es Schlumpine gesehen hat, das Video. Also sprich die, wo du oben warst. Deine Webcam. Böse Webcam, heißt es ja. Ich weiß gar nicht, sind daraus Videos entstanden oder ist da nur ein Stream raus entstanden? Ich weiß gar nicht. Der war nur ein Stream, glaube ich, ne? Ja, wie gesagt, ich hatte ja zugesehen. Also, kann mich jetzt auch nur an den Stream erinnern. Ich kann mich jetzt auch... Doch, warte mal, war das nicht hier dieses komische Ägypten-Spiel? Nee, da haben wir, wie hieß das noch? Ach, Resident Evil. Resident Evil, ja, genau, und wir haben dieses Weltraum-Ding gemacht. Weltraum-Ding? Dieses Weltraum-Spielchen da, dieses, wo du Raumschiffe bauen musst und... Wie hieß das da noch? Jetzt komme ich nicht drauf. Ich auch nicht. Schon eine Weile her. Ja, das ist ja. Wir werden ja auch nicht jünger, also kann man immer ja, was vergessen, ich... nicht? Wir haben schon mit Alzheimer zu kämpfen. Was? Wer genau. Bist du denn? Na, wenn das so weit ist, was glaubst du, wenn du den Film machst, wie oft du dich denn vorstellst? Ja! Du kriegst ja. Jeden Tag neue Leute. Ja, Michelle, lange nicht gesehen oder gar nicht gesehen, wir sind neu hier, wa? Boah, wow. Ruch, der Witz war schon vor 30 Jahren alt. Ja, das stimmt. Und doch kennt ihn noch nicht jeder. Ah. Vermutlich irgendwie so in den Mystik-Bereich abgewandert. Ach ja, und wenn die Ausdauer nicht wäre, wäre das ein super tolles Spiel. Nee, wenn die Ausdauer nicht wäre, würdest du nicht einen Schlag machen. Dann würdest du nicht müde werden. Was habe ich jetzt? 2466.
4176. Ja, ja, ist ja gut. Gib Schub. Ich bin dabei. So, machen wir mal ein bisschen die Kiste. Juhu! So. Fleisch, Kartoffeln. Oh, oh, das hört sich hervorragend. Oh, oh. Nun geht das los. Oh, Schlupfin ist wie eine Mama zu uns. Guck mal, jetzt haben wir schon 16 Eier in der Kiste. Ist doch gut, oder nicht? Wahnsinn! Das ist 8-mal Frühstück. Naja, ein bisschen Essen kochen kannst du schon von. Ja, sag ich ja. 8-mal Frühstück. Das Rezept für den Hotdog lege ich dir auch bei mir in die Kiste. Perfekt. Danke dir. Und wenn einer einen Bohrer bauen kann, bitte 4-mal. Oh, Bohrer. Aber ich glaube, bei Bohrer war ja so, dass man das blöde Rezept erst finden musste, ne? Ja. Ja. Leider. Musst du erst finden. Mir würde es ja schon reichen, so einen blöden Einer-Bohrer aus irgendeinem Kofferraum zu ziehen. Hatte ich bei meinem Single-Ding auch gehabt, aber erst am Tag 48 oder sowas. Boah. Wahrscheinlich an dem Tag, wo du dir gerade in der Nacht vorher einen eigenen gebaut hast. Nee. Aber meistens ist es ja so, ne? Aber diesmal war es tatsächlich. Ich hatte keinen einzigen gehabt und auf einmal kam das Ding dann. Und seltsamerweise ist es ja dann immer so, dann kommen immer mehr davon auch. Ja. Wenn einmal anfängt, dann geht's ab. Hat der mich jetzt erschrocken. Wo hat denn der jetzt nichts gesagt hier? Ich habe mal irgendwann in einem Durchlauf am ersten Tag einen Bohrer gefunden. Das war mal, ja. Aber da, jetzt in der 19 ist es echt ein bisschen heavy. Ja, aber da hatte ich dann auch in der ersten Horde schon eine Betonhütte. Ja, du sammelst ja immens EP und Material mit dem Ding. Ja. Gerade am Anfang, also. Das stimmt. Das Beste ist eigentlich, wenn du so an Tag 30, 40 auf den Server gehst, irgendeiner schenkt dir einen Bohrer und du gehst einfach mal 2 Tage unter Erde. Dann hast du ihn ganz schnell eingeholt. Ja, dann hast du die Level rausgemacht, hast das Material gefarmt. Wenn du dann noch hier Beton aufwertest, dann ist alles perfekt. Beides Honigglas. Ja. Ich wusste, das geht da raus. Ich habe einen kleinen Stollen gegraben. Alter. So. Was habt ihr für einen Command Conga? Alles. Weil ich hoffe, bei DA kann ich jetzt. Didi. Romantik Konga Remaster. Ach, da ist ein Waffenteil, okay. Weiß ich nicht, ob man dann da trotzdem miteinander spielen kann. So, kurz durchatmen, weitermachen. Und sonst? Ja, oh. Ausdauer, ne? Ach so, das Thema. Ja, jetzt nicht unbedingt was Neues, ne? Nicht unbedingt, nein. Ja, warte, ich habe meine Kolben noch gar nicht in der Hand. Ja, da ging der Balken wieder weg. Hupila. Das hat sich übrigens schwierig angehört, Rocho.
Ja. Ich hab das auch, ehrlich gesagt, am Anfang schon wieder vergessen, dass du ja hier den Schaden so hochgeschraubt hast. Was? Ich hab nur auf unseren Standard-Level, wo wir immer gespielt haben, zurückgedreht. Echt? Wenn ich alleine spiele, spiele ich noch an höher. Ja, kriegst du zwei Schläge oder drei, dann bist du sofort tot hier. Ja, aber wenn du lokal spielst auf dem Singleplayer, dann kriegst du die Schläge gar nicht, weil es da keine Gummiarme gibt. Aber hier sind die super. Aber ist nicht mehr so schlimm. Also wir hatten das noch schlimmer. Ich habe das Gefühl, dass es nach den letzten zwei, drei Patches wieder schlimmer geworden ist. Ja, das kann sein. Aber wir hatten das schon mal richtig gut, also muss ich sagen. Ja, ich meine so die erste Version von der 19, da gab's die nicht. Nee, das war richtig gut. Ja. Stein, nicht? So. Mehr drin, da ist auch nichts mehr drin. Ich krieg den Stack noch voll, bevor Nacht wird. Wie hoch ist ein Stack? 6000, ne? Ja. Nee, das schaffe ich nicht. Was habe ich jetzt? 4300. Oh, könnte hinhauen. Du hast auf jeden Fall... Oh, Silber! Oh, Silber! Grün verhügern. Ja. Gold! Ich habe auch Diamanten. Nee. Boah. Eine Größe ist hier. Aber es rettet mich nicht vor Ausdauerproblemen. Nee, natürlich. Das ist das Dumme. Alle voll konzentriert an der Arbeit hier. Ja, auf jeden Fall. So soll das sein. Ich würde sagen, eher gelangweilt. Nee, nee. Ach so, ja, nee, das kann ja auch sein. Kommt schon raus da. Nee, Andi, einbuddeln werde ich mich nicht. Also ich werde den Ausgang hoffentlich wiederfinden. Ansonsten buddel ich mir einen neuen. Nutzt ja nichts. Bin ich denn? Ah, ich baue mich wieder zum Schrottplatz hin. Ohne Magnum. Eine Magnum. Oh, da haben wir auch Munition für. Ja. Ich nutze die nicht, die könnt ihr gerne haben. Oh. Wenn aber nur Einser, ne? Oh, Knall ist Knall. Gut, nimm mal den damit hin. Okay. Gut. Ausdauer, wo bist du? Nein. Im jetzt Urlaub. Gut getan. Genau. Gut getan. Die Ausdauer hat Urlaub jetzt. Ja, und Einreisestopp. Scheinbar. Weil meine ist auch weg. Über Schockstab, den nutzt doch wieder kein Mensch. Ich weiß gar nicht, sind die Grenzen dicht? Nee, nicht, dass ich jetzt wüsste. Nee, von Grenzen habe ich auch noch nichts gehört. Aber bei uns ist die Hölle noch los. Aber sind wir mal ehrlich,
Die haben ohne Lockdown die Grenzen dicht gemacht zum Teil und mit Lockdown machen sie sie nicht dicht. What the fuck? Ja, das ist alles ein bisschen, ja. Extreme Logik. Mhm. Die müssten einfach nur machen, du musst nachweisen, dass du beruflich unterwegs bist und alles andere bleibt weg. Fertig. Das kann nicht so schwer sein. Ich habe von meiner Firma schon so einen Wisch gekriegt, wo drauf steht, dass ich hier unterwegs bin, von der und der Uhrzeit. Das mache wegen der Arbeit. Das hat selbst ich gekriegt und ich war seit März zweimal im Büro. Ansonsten zu Hause. Aber ins Ausland darf ich. Ja, siehst du? Oh, was lasse ich denn jetzt? Ich kann das nicht hier lassen. Warum wird das so dunkel? Wobei ich diese Pauschalausschreibung. Gut, wir sind Logistik, okay. Aber ich finde das trotzdem grenzwertig, weil ich glaube, viele nutzen das auch dann einfach für privaten Urlaub. Ja. Ja, na klar. Vieles wird ausgenutzt, ja. Schlimm genug ist das. Schlimm genug. Ja, was? Weil die Leute kommen es ja nicht dran. Die kriegst du ja nicht, ne? Die haben ja die Bescheinigung. Also bei unserer Bescheinigung steht auf der einen Seite ist sogar drauf, wann ich arbeite, die Zeiträume und hinten drauf halt, ist es eine normale Bescheinigung halt, dass ich halt zu diesen Zeitpunkten arbeite. Also ich kann das Ding nicht anderweitig so benutzen. Ja, ja, aber der Zeitraum reicht dir aus, ne? Wenn du den Zeitraum beim Grenzübertritt hast, ja. Dann bist du ja safe. Was ja, du dann auf der anderen Seite machst, kontrolliert ja keiner. Das ist wohl wahr. Was der Zombie gerade geschrieben hat, das fand ich nicht schlecht. Seit wann können Zombies schreiben? Tja, hallo? Der kann hier. Sperrt alle Leute zu Hause ein, die nicht raus müssen. Wer erwischt wird, mit Gummigeschossen beschossen, solange sie, bis sie wieder rein sind. Könnte funktionieren. Tasern. Ja gut, dann können sie aber nicht mehr laufen. Ja, sonst da rumliegen, mir doch egal. Rumliegen. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt in irgendeinem Forum gelesen, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, Fußballforum war das. Da wurde die Mutter von einem User wegen Corona eingeliefert. Und dann wurde festgestellt, dass die Arbeitskollegin bewusst zur Arbeit gekommen ist, obwohl sie infiziert war. Boah. Das ist heftig. Ey, eiskalt. Ich wäre sofort zur Polizei gegangen und hätte Anzeige wegen schwerer Körperverletzung gestellt. Bei uns wirst du schon nach Hause geschickt, wenn du die Nase juckt. Ja, ist ja auch richtig so. Nee, da haben wir bei uns aber auch so Vorgaben. Wenn du einen Ansatz von Erkältung oder was hast zu Hause, darfst du nicht kommen bei uns. Ja, ich finde das Dramatische, finde ich daran, die wusste, dass sie Corona hat und geht arbeiten. Ja, das ist schon rotzbrech, also ehrlich. Ja, das ist... Du hast einen Kündigungsgrund. Ja. Das wäre mir scheißegal privat. Also für mich ist das ein Grund zur Anzeige wegen Körperverletzung. Ja, natürlich. Ja, hier Zombie, ich lese gerade, was Zombie da auch geschrieben hat. Bei mir ist es genauso. Ich habe das Ding auch einen ganzen Tag auf. Die Maske? Ja, die Maske. Ich bin so froh, wenn ich die mit draußen sehe, ich kann die erstmal wieder ein bisschen abnehmen. Ja. Ja, ich weiß ja nicht, seid ihr Brillenträger? Nee. Ja. Ich ja, ich weiß wie, ich tue das den ganzen Tag üben, Koga. Ja, dann bist du also auch einen halben Tag blind, genauso wie ich auch. Ja. Ihr müsst das Ding ja über den Mund, Nase, nicht über die Augen. Es ja, gibt, du es atmest gibt, trotzdem da hoch. Es gibt Brille ja, ist beschlagen. Es gibt ja aber auch eine Nasenvisier-Geschichte. Die nee, darfst du ja in Deutschland fahren. Nicht nutzen. Warum das verboten. Warum da denn? Weil die seitlich und unten offen sind. Der ist ein Mundschutz genauso. Nein. Ja. Natürlich. Und, wir müssen jetzt FFP2-Masken tragen. Mit einem anderen dürfen wir gar nicht mehr arbeiten. Ja gut, du bist ja sowieso im... Ja, kann man es schon medizinischen Bereich nehmen? Nee, du warst Alte, ne? Altenpflege. Oder warst du medizinisch? Aber irgendwie ja. Sowas warst du.
Ja, ich arbeite im Altenpflegeheim. Ja. Altenpflegeheim. Medizin für Alte. Boah. Das hat sich jetzt aber fies angehört, oder? Ja. Sechs Sätze. War aber so nicht gemeint. Du warst eine medizinische Alte. Ich muss aufpassen, die wohnt nicht ganz so weit weg. Das kann gefährlich werden. Ja. Ich habe hier noch eine rostige Machete. Nee, ist aber doof. Jetzt hast du schon wie vom Wetter her, wenn du vom Kalten ins Warme und dann ja. Schlägt er die Brille auf. Und, oh. Und jedes Mal, wenn du was machen willst, und die Brille rutscht ja dann auch hin und her. Ja. Dann hast du gleich wieder beschlagen. Aber was ist denn mit den Leuten, die so einen wunderschönen Freischein haben? Hab ich jetzt bei mir noch keinen gesehen. Ja, du musst ja einfach mal irgendwo Google einfach mal auf YouTube Corona-Verleugner oder sowas. Da findest du 1 Million Leute, die so einen Freischein haben. Ich kann keine Maske tragen, weil ich kriege da keine Luft. Und ich hab eine ganz schlimme Krankheit. Ich habe, und so weiter. Ja. Genau. Also ganz ehrlich, da müsste eigentlich dem Arzt die Lizenz verzogen werden, der das Attest unterschrieben hat. Da haben sie jetzt wohl aber Ärzte dran, weil über 1000 Atteste da aufgetaucht sind. Da sind sie jetzt dran und durchsuchen da manche Ärzte und da gucken sie. Ja, das ist auch richtig so. Ich finde es richtig, ja. Weil, sind wir mal ehrlich, so eine Maske ist, wenn du eine Standardmaske nimmst, das ist ein Tuch. Da kann man durchatmen. Da kann dein Lungenschaden noch so hoch sein. Da kannst du durchatmen. Das ist luftdurchlässig. Da sind Löcher drin. Ja, aber wenn ich das manchmal bei uns sehe, dann machen sie Theater, wenn sie da 10 Minuten mit dem Bus sitzen. Ja, es ist unangenehm. Aber du erstickst nicht. Nee. Ich sag mal, deswegen ja. Da sollen sie mal bei denen gucken, die den ganzen Tag damit arbeiten müssen. Ja. Also ich find's auch unangenehm, ich find's eklig, ich find's widerlich, aber ja, was soll ich machen? Eben. Naja, was willst du machen? Es bleibt einem nichts weiter über. Eben. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst oder du nimmst nicht am öffentlichen Leben teil, sofern es das noch gibt. Die 2 Varianten gibt's. Und dann gibt's noch die 3. Variante. Du hast ein in Anführungszeichen kritischen Fall in der Familie, den würdest du dann auch noch gefährden. Ja. Wohl wahr. Dann muss dann jeder mit sich selbst ausmachen. Das finde ich ja dann immer so toll an diesen Corona-Verleumdern. Wenn sie dann selber Corona kriegen, wussten sie nachher von nichts mehr. Ganz ehrlich, die würden nicht behandelt. Ich, ja. Da würde eine Warteliste gemacht. Unter der Warteliste ist ein dicker Doppelstrich und da kommen die Corona-Verleugner drunter. Ja. Und wenn ich alle anderen vorher abgearbeitet habe, dann mache ich erstmal Pause und dann kümmere ich mich um die. Ja, aber ich glaube, war im Internet auch schon zu lesen, da war so ein Corona-Leugner, der liegt jetzt in der Klinik. Corona. Ja, ja, kann er ja machen. Der kann dann unten auf so einem alten, ausrangierten Bett im Keller rumliegen, aber mit Sicherheit nicht auf der Intensivstation. Ja. Ich aber auch. Und die 2 Krankenschwestern oder 3 oder sagen wir es mal Pflegemitarbeiter, es gibt ja nicht nur Krankenschwestern, die man braucht, um umzulagern. Ja, nee. Das soll er mal alleine machen. Da kommt ein dicker alter Mann mit so einem Pizzaheber, ne, der dich mal eben so umwippt. Wer aber auch nicht. Ja, es wird ja nicht besser, wenn sich keiner dran hält. Das ist es ja. Ist so ein Idioten. Da ist wohl was dran. Was ich erschreckend finde, ist, dass solche Leute wie Xavier Naidoo oder Wendler oder sowas, dass die immer noch abgefeiert werden. Ja, komischerweise, ne? Wendler. War das der Wendler, der so dumme Sprüche losgelassen hat auch? Ja. Habe ich auch gedacht, ich höre nicht richtig. Und bei dem Naidoo
da hat man ja jetzt, oder ich habe das nie auf dem Schirm gehabt. Ich fand die Musik eigentlich immer relativ cool. Aber der hat ja damals schon in seinen Liedern krude rechte Fantasien drin gehabt, die du, aber nicht so offensichtlich waren. Ich kann mich jetzt gar nicht so richtig dran erinnern. Nee, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Nee, das hast du auch nicht mitgekriegt. Das waren immer nur so mal so ein Nebensatz oder sowas. Ja. Das ist einfach so durchgelaufen. Autsch. Ja, richtig, Andi. Einfach Vollpfosten. Genau. Ja, irgendwas stimmt hier gerade bei mir nicht. Besser kann man es nicht sagen. Warum nicht? Du hast ein halbes Leben. Ja, ja. Ich fahre eben hier, will über den Hügel und fahre gegen eine unsichtbare Wand und krieg Schaden. Okay. Und wurde eben hier nochmal einen halben Kilometer wieder zurückverpackt. Ah, bist du in der Nähe vom Händler eventuell? Wir haben kurz vor 10, Leute. Lass es mal nach Hause gehen. Ah, scheiße. Ich wollte gerade zu euch fahren. Wo ist denn zu Hause? Wo geht's denn aus dem Loch raus? Schnell, fahr! Verdammte Tat, wo geht's denn aus dem Loch raus? Abführmittel in die Wasserversorgung kippen, dann kommt keiner mehr raus und man hat die Ruhe. Das stimmt. Die hocken alle auf dem Scheiß aus. Dann sollst du froh sein, wenn du da ein zweites hast. Ach, wie schön. Wir haben wieder so ein tolles Thema, ne? Meine Güte. Ja, ja. Furchtbar. Ja, das ist aber auch ein dummerweise ein Thema, was jeden betrifft. Ja. Ja. Und es gibt dann halt eine Gruppe Idioten, die dich da völlig mit aus der Bahn kegeln. Ja. Ich denke auch mal, wenn diese ganzen Kackdemos da nicht gewesen wären, wären wir jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so weit runtergerutscht. Nein. Nee, du kannst ein paar tausend Fälle kannst du locker da hinschieben. Ja. Also wenn du mal gesehen hast, wie viele es waren. Oh. So, das da rein. So, den muss ich haben, was noch? Gab da. Irgendeiner hat da eine schöne Analyse gemacht, wie sie die Demos behandelt haben. Okay. Bei den Gegendemos, da haben dann Team Blau schön den Wasserwerfer direkt auf Kopfhöhe reingehalten. Und bei den Idioten wurde so schön der Vorplatz gewässert. Das war auch sehr interessant. Oh ja, hier, Hotdog. Zombie schreibt, die Demos waren nicht so schlimm. Eher sind die Spacken, die keine Maske tragen oder keinen Abstand halten wollen. Aber das war ja gerade diese Querdenker-Demos, wo keine Masken waren. Genau. Und da haben sie ja auch keinen Abstand gehalten. Da haben sie ja quasi Hand in Hand. Ah, ehrlich, also. Oh. Also hier noch alles drin. Alter Freund. Hab mal versucht, ein bisschen was zu kochen. Versucht, das ist gut. Ja, ist nicht so viel geworden, wie ich erhofft habe.
Ich habe gerade was gegessen. Warum fängst du jetzt an rumzuquengeln? Verdau das erstmal. Das war eine ganze Dose Mais. Das muss reichen für eine Woche. Sova? Der bin ich. Hast du dein Potassium noch oder ist das in der Kiste? Das ist in der Potassium, das ist schon in der Chemiestation. Oh, perfekt. Das löppt. In irgendeiner Kiste, glaube ich, habe ich auch über 2000 gesehen. Ja, hier in der... Oho. Munitionskiste sind über 2000 drin. Da hat dann noch einer Potassium geholt. Jetzt hast du wenigstens ein bisschen was. Ja. Ja, 100 Minuten brennt jetzt. Dauert einen Moment. Schmitty. Hatten wir dir nicht schon mal Metallschuhe besorgt, Schlumpfine? Ja, die habe ich einstecken. Das sieht noch so fluffig aus da unten. Fluffig? Fluffig? Bist du fluffig? Ich sehe meine Beine nicht. Ja, da unten. So. Wir wollen ja nicht, dass... Naja, barfuß musst du auch nicht. Ja. Andere Stiefel habe ich auch. Guck. Ach, dann sind das die. Dann hast du Stoffbeinschützer wahrscheinlich. Ja. Das sind 6er Stoffschuhe, die ich da anhabe. Diese Stiefel da. Ja, gefütterte Stiefel. Kommt da irgendwas hier laufen? Ja, draußen vom Walde kommt es her. Ja, ich hätte was gehört, aber ich habe niemanden gesehen. Ich auch nicht. Na gut, mitten in der Nacht, die Zeit ist durch. Dann sagen wir doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat gefallen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare und nicht vergessen, du Schande. Daumen nach oben, nicht? Und ein Kommentar, wenn wir uns auch Mörder, wenn sich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Mach einen Kommentar.